Wenn ich euch nur das Netz von der Spinne zeige, die sich da eingenistet hat, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie lange in diesem Raum gefühlt keiner mehr war. Das ist halt wirklich das, was hier in den letzten 25, 30 Jahren übergeblieben ist. Ne? Das ist hier auf jeden Fall was, das liegt hier schon fast länger, wie wir alt sind, möchte ich bald behaupten. Retro. Da kamen früher die Teilegutachten drauf, als es noch CDs gab. 1999 eingepackt worden, damit wir sie jetzt auspacken. Deine Leute mal sehen, wie alt ist, wenn hier so auf dem Karton noch draufsteht, Made in West Germany. Alter. Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind heute bei der Firma Polybauer. Und zwar kommen heute in den Passerati Federn rein, weil, wie wir alle wissen, eigentlich sollte der Wagen nur daily sein und einfach so durch die Gegend fahren, bis der Golf wieder da ist. Das Ganze kriege ich aber irgendwie nicht hin. Jetzt kommen hier heute ein paar Federn rein und ein paar Felgen drauf. Aktuell ist die Höhe ja ziemlich hoch. Aber eigentlich soll es auch gar nicht wirklich in diesem Video darum gehen, was mit dem Wagen passiert, sondern ich will euch heute wirklich richtig geile Schätze zeigen. Bin hier gestern einmal kurz durchgelaufen und es ist wirklich brutal, wirklich. So Leute, guckt euch das an. Ja. Das hier sind alles Container und hier zum Beispiel, was hier schon alles rumsteht. Könnt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, bitte? Ja, ich bin Christian, ich bin hier der Inhaber von der Firma Polybauer seit 5 Jahren. Vorher war das mein Vater und jetzt habe ich das halt übernommen. Und du bist Dominik, dich kennt man ja eigentlich schon, aber... Ich kennt man, ne? Ja. Ich bin Dominik und bin hier jetzt im Verkauf angestellt bei Christian, unterstütze ihn ein bisschen in Social Media. Der Grund, warum wir uns hier hinten befinden, ist, du hast erzählt, und ich habe es gestern auch schon ein bisschen gesehen, dass hier die übelsten Schätzchen liegen. Ja, was heißt übelste Schätzchen? Das ist halt immer Auslegungssache. Ne? Für viele ist das vielleicht nur noch Müll oder Aluminium, was halt eingeschmolzen gehört. Aber es sind halt wirklich noch viele Felgen auch dabei, wo, wenn die jemand halt braucht, er halt wirklich sich freut, dass wir hier dann halt noch ein Stück von haben, ne? Weil die gibt's teilweise 20, 30 Jahre nicht mehr, die Felgen-Designs oder auch die Hersteller. Und wir haben das hier halt alles liegen. Wir haben bislang nicht so die Zeit gehabt, das halt irgendwie zu verkaufen, um uns darum zu kümmern. Das machen wir jetzt halt auch mit Dominik zusammen. Gucken wir, dass wir das halt alles mal erfassen und dann im besten Falle halt alles über eBay Kleinanzeigen. Das ist da, denke ich, der beste Weg, um die halt zu veräußern. Und ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Du sagtest 20 Jahre. Wie lange macht ihr das hier schon? Also angefangen hat mein Vater 1977 damit, mit Motorradverkleidungen, die aus Glasfaser halt hergestellt worden sind. Und dann kamen halt irgendwann noch andere Teile für die Autos dazu aus GFK und dann ja Räder, Auspuff, Fahrwerk, all sowas, was dazugehört. Ne? Hm. Und da sind hier halt viele Sachen aus den, teilweise sogar noch aus den 90ern, die halt dann so übergeblieben sind. Restbestände, einzelne Felgen, manchmal noch 4 Felgen, manchmal auch noch eine ganze Palette. Das ist halt unterschiedlich, ne? Krass. Ja, und so ein bisschen davon wollen wir euch heute zeigen. Ja, lass uns mal anfangen. Zeig mal so ein bisschen was. Tja. Also ich muss dazu sagen, ich habe von Felgen absolut gar keine Ahnung. Für mich ist jede Felge rund. Im besten Fall. Und dann hört mein Wissen auch schon auf. Das heißt, es werden wahrscheinlich so ein paar dumme Fragen heute von mir kommen, aber das müsstet ihr ja mittlerweile gewohnt sein. Tja, was haben wir hier Schönes? Zum Beispiel so eine mehrteilige ACT, geschmiedetes Rad, auch irgendwann aus Anfang der 90er Jahre, würde ich sagen. ACT damals von Ronal gebaut und damals absolutes Hightech-Produkt. In dem Fall ist es eine 5-Loch 120, wie ich sehe. 8,5, 17, also Vorderachse von irgendeinem BMW 5er vermutlich aus der damaligen Zeit. Und sowas haben wir hier natürlich das eine oder andere Mal halt rumliegen. Ne? Oder eine verchromte Stahlfelge. Stell die mal hier eben so drauf. Aus von irgendeinem Jeep, weiß nicht, Suzuki Jimny oder, nee, Suzuki Jimny nicht. Von irgendeinem Offroader wird die auf jeden Fall mal gewesen sein. Auch was ganz Verhältnis, möchte ich mal behaupten. Hier drunter haben wir was Schickes stehen, was leider nie richtig in eine Serie gegangen ist. Da haben wir noch 4 Felgen von. Ich heb mal kurz hoch. Einfach nur vom Gewicht her. Ja, krass, relativ leicht. Ich habe die am langen Arm gerade gehalten. Die Felge ist aus Kunststoff. Ein Hybridrad, BTE-Hybridrad aus Glasfaser. Krass.
Haben die auf den Markt gebracht, haben die auch ein Teilegutachten für, haben die aber leider nie richtig große Stückzahlen von verkauft heutzutage. Also das war im Grunde genommen der Vorreiter von den Carbonrädern, die es teilweise mittlerweile auch von diversen Herstellern gibt. Da haben die irgendwann in den 90ern schon mal mit angefangen. Hast du eine Idee, warum sich das nicht durchgesetzt hat? Weil gerade für den Motorsport leichte Felgen, ich habe diese Felge gerade an einem langen Arm hochgehoben. Warum sich das nicht durch... Wahrscheinlich war der Markt damals noch nicht bereit dafür. Ich kann es ja nicht genau sagen. Heutzutage ist das, da schreien sie alle nach, ne, Leichtbau. Damals war das leider noch nicht so. 5 Loch 112, ET35. 25. Februar 1999. Krass. Ja. Das ist schon ein paar Jahre her. Das war vor manchen seiner Zeit. Ja, was haben wir hier noch? OZ Polaris. Toyota Carina, okay, den gibt es auch schon ein paar Jahre nicht mehr. 7x17 Zender, 4 Loch 114.3. Wer kennt den Lochkreis noch? 4 Loch 114.3. Aber auch die Hersteller bauen die Felgen halt nicht mehr. Wenn einer so ein Auto noch hat, werden die Felgen jetzt halt dann dementsprechend gesucht auch. Ne? Aber könnte man sowas zum Beispiel mit Adapterplatten oder sowas fahren? Rein theoretisch? Kommt immer auf Einpresstiefe halt an. Ne? Wenn die schon sehr weit rauskommen und dann noch eine Adapterplatte, dann steht das Rad meistens halt zu weit raus. Ne? Mhm. Und dann müsste man dann halt gucken, wer haben da noch eine Adapterplatte halt baut. Meiner Meinung nach macht das tatsächlich nur H&R. Sonst wüsste ich von keinem. Und dann könnte man da gucken, ja. Es gibt ja noch einige Autos davon, ne, die rumfahren. Aber die finden halt diese Felgen hier bei uns auch nicht so lange, wie die nicht bei eBay Kleinanzeigen halt mal inserieren. Ne? Das sind schon Schmuckstücke, ne? Oder hier noch. Hier, nimm mal runter. Schick. 6x14. Was waren die Schätzchen damals, ne? Der Traum eines jeden Mercedes-Fahrers. Also wer kennt die nicht, ne? Das ist ja so diese typische... Klischee auf der Luden-Benz-Felge. Aber geil. Gullideckel-Design, das ist eigentlich cool. Ne? So ja, das auf Ding auf dem E500. Ja, 124er. Brutal. Das ja. Fährst du heute auch. Guck dir das an. Ja, krass. Der Zentralverschluss war damals auch schon einmal in, dann lange out. Und jetzt kommt das ja auch wieder. Ne? Mhm. Viele Hersteller haben ja diese Felgen jetzt mittlerweile optional mit Zentralverschlussoptik. Das gab es alles schon einmal. Ja, ist schade, das ist aber zu schade zum Rumstehen. Ne? Wie gesagt, Leute, das ist Container 1. Wir gehen jetzt, als ich das gestern gesehen habe, bin ich fast vom Glauben abgefallen. Wenn ich euch nur das Netz von der Spinne zeige, die sich da eingenistet hat, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie lange in diesem Raum gefühlt keiner mehr war. Warte, was habt ihr hier noch? Ja, das sind alles halt so Restbestände, die halt übergeblieben sind. Wie gesagt, das hat ja früher angefangen mit GFK-Produkten, die wir hergestellt haben. In erster Linie für Honda, aber auch viel Toyota, Celica, Carina, für einen Toyota Supra. Eigentlich alle Modelle, die es gab, bis auf jetzt den neuen. Und wie gesagt, die komplette Honda-Palette haben wir GFK-Teile hergestellt. Schweller, Heckflügel, Stoßstangen. Rathausverbreiterung. Ihr könnt ja mal drunter schreiben im Video, ob vielleicht einer von euch sogar noch den CX-Breitbau von Polybauer kennt. Das ist zum Beispiel eins der bekanntesten Bodykits. Ja. Oder den Supra MK4, ist ja momentan auch so Trendfahrzeug schlechthin, haben wir TÜV geprüft, den flachen Spoiler, also in Originalform, den Spoiler im Prinzip in 2.0-Version. Jetzt sind wir im nächsten Container. Hier ist natürlich kein Licht. Das heißt, das Bild könnte eventuell gleich ein klein bisschen rauschen. Aber es geht ja um die Felgen und nicht um die Bildqualität. Das ist schon echt so ein kleines Paradies hier. Ne? Kann man sich einen ganzen Tag... 4.1.2001. Hier, DBV Cup 8x17, 4.114.3. Pack mal davon einer auf. Nicht wundern, ich bin kein Schwächling. Hier sind einfach nur immer zwei Felgen mit dem Karton. Tada! Guck dir die Schätzchen an.
Was für ein Tiefbett, wa? Geil. Auf was für ein Auto hat man sowas früher gefahren? In dem Falle jetzt von der Anbindung her viele 114.3 auf den alten Hondas. Mhm. Prelude zum Beispiel oder Accord. Honda Accord, die hatten damals alle viele 114.3. Und da kamen die dann drauf. Aber die gab es natürlich auch in allen möglichen anderen Dimensionen, auch für VW, Audi, Mercedes. Die DBV Cup, auf jeden Fall ein absoluter Klassiker auch. Viele 100, 7,5, 16, Twinlight. So, richtig Patina so. Was für Schätzchen. Was ist das? Wo kommt sowas her? Das kannst du jetzt in dem Fall 7,5, 16 ET35 vielleicht ein bisschen mit Kotflügel bearbeiten. Auch auf jeden Fall auf einem Golf 3 fahren, ne? Golf 2. Auf den Vielach 100 Hondas, also Civic, EJ, EK, auf den ganzen Modellen. Und da wurde damals 7,5, 16 ET35 drauf gefahren. Oder auch 8x16 für die, die es ein bisschen brutaler wollten. Noch ein bisschen mehr die Kotflügel gezogen haben, hat dann auch 8x16 gepasst. Hier auch so eine Kultfelge, die eigentlich jeder kennt. Horn poliert. Silberhorn poliert. Tief. Oder das ist so ein Design, das kennt man halt irgendwie noch von früher. Nehmen wir die beiden Vorbild auf jeden Fall runter. Hier runter haben wir was Schickes von der Firma Schmidt. Mit Folie und allem. Hier, guck dir das an. Das glänzt wie ein Hühnerei, hätte ich bald gesagt. Das gieße ich einfach mal eben rum. Katastrophe. Katastrophe. Ja, das sind Designs, wo sich die... Ja, die gibt es ja immer noch, die Felge. Muss man ja mal gucken. Die liegt hier seit 2006, das heißt auch schon 15 Jahre. Ne? So lange hat Schmidt die schon im Programm. Ne? Die Space. 8,5, 17, 5,114,3, ET35. Also eigentlich auch für alle gängigen Hondas oder Toyotas, Hyundai, Kia, nehmen wir alle 5,114,3. Hier haben wir sogar noch in... Guck. Ach so, jetzt verstehe ich. 9,5, 17 haben wir die noch Hinterachse. Genau die gleiche Felge. Also könnte man die quasi auch auf den S2000 stecken. Vorne 8,5, 17, hinten 9,5, 17. Ja, alles klar. Vorderachse, Hinterachse, Honda S2000. So ist das. Da haben wir die mal verbauen lassen, scheinbar bei Schmidt. Du weißt schon so gar nicht mehr, was hier alles so überall lagert, ne, oder? Du, das meiste nicht. Vieles schon, aber hier in den Containern sind wir auch einfach viel zu selten drin. Das ist nicht mehr unser Tagesgeschäft. Dass wir hier durchlaufen und die Felgen rausholen für unsere Kunden, für die Aufträge. Das ist halt wirklich das, was hier in den letzten 25, 30 Jahren übergeblieben ist. Ne? Klar, blutet einem das Herz, dass es hier liegt, aber es steht trocken, es kommen keine Witterungseinflüsse dran. Es frisst kein Brot. Es frisst kein Brot, aber es hat halt auch Geld gekostet hier. Es kostet halt auch alles Geld irgendwie. Ne? Ah, das ist so ein Design. Die kannst du dir im schlimmsten Fall auch nochmal als Reithalter irgendwie mit umbauen lassen hier. ACTSX heißt die, glaube ich, ne? Ja. Mhm. Brutales Design, vor allem auch hier in guck mal rein, was du für eine Dimension ist, ne? 7x17, ET37. Honda, also 5x100. Ja, oder 4x114,3, da steht es gerade leider gar nicht drauf. Ja, gucken wir halt nochmal rein. Ich glaube, das steht unterm Deckel bei ACT. Ich guck mal von hinten rein. Vierloch. Viele 114,3. Also auch wieder für die alten Hondas. Vier Löcher. Fix gebohrt, 64,1 wahrscheinlich, Radnabe. So, aber so ein Ding, das siehst du ja heutzutage noch. Ein Kumpel von mir hat letztens auf dem Audi 8 CS die Felgen gekauft. So, und die haben sowas einfach neu verpackt. Ja. Eieiei. 12 Stück oder was? Vor allem diese ganzen Retro-Maß. Das ist hier auf jeden Fall was, das liegt hier schon fast länger, wie wir alt sind, möchte ich bald behaupten. Ja, genau. Hier, guck mal. Ein Feini. Das ist doch ein Feini, ne? Oh. Krass. Schön. Und René, weißt du, was das für ein Design ist? Nee. Müsste eine Borbett A sein, oder? Mhm. Ja, siehst du, hat er aufgepasst. Schöne Borbett A. Die haben uns damals bei Borbett bauen lassen, halt
speziell auch für Honda gebohrt, 56.1. Und halt in Anthrazit poliert haben die uns die gebaut. Wobei du die in 4x100 doch auch wieder auf dem Golf 2 fahren kannst. Ja, aber nicht in dem Runner, so. Aber 56.1. 7x15, 4x100, DBV Vegas, ET38. Auch ein schöner Tiefbettklassiker für jeden Golf. Oder hier, 7,5x16, 5x100. Ist eigentlich auch hier für alle, die Golf so auf Race-Optik bauen wollen, ist das so eigentlich ein brutales Rad. Verrückt. Krass. Krass, das sind Firmen, die kenne ich gar nicht. DBV, doch, die haben früher auch mit angefangen, mit Alufelgen relativ früh. Gehören mittlerweile zu Alka. Also da, wo auch die Marke Dezent, AEZ und Dots zugehören. Da gehört noch ein paar DBV Cup auch zu. In allen Formen und Farben. 9x16. So, guck mal hier die Vegas nochmal raus. Ich nehme hier mal Karton runter. Ja, da kannst du jetzt mal kräftig tun, weil da ist nur eine drin. Nicht so auf Staub. Oh. Ja gut, die ist jetzt vielleicht ein bisschen Patina angesetzt. Aber ist nur Staub. 7x15 für jeden Golf 2, Golf 3 mit ordentlich Tiefbett. Ich habe hier jetzt gerade nochmal DBV Cup. Hatten wir ja da vorne, glaube ich, schon ausgepackt. Ne? Aber ja, Cup 5x100, 7,5x16. Auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 Satz für die 5x100 Volkswagen. Hier auch noch ein schönes Einzelstück, mal eben kurz zwischendurch. Oh, ein Aluline Cup. 4x100. Guck mal, wie viel brutal Tiefbett das damals schon war, ne? Mhm. Gut, da hatten die alle noch kleine Bremsen, da ging das alles, ne? Das ist auch so ein Kultdesign, ne? Le Mans, Real Le Mans. Original verpackt. Ja. Was einfach ist. Ja, weil ich finde, das ist halt so ein Raddesign, das kennt man einfach in der Autoszene. Die Füllspeiche ging schon immer, ne? So, Container 3. Alleine jetzt zu deiner Rechten schon wieder OZ. Kultdesign, die Misa. Die sind auch schon durchnummeriert, die kommen jetzt bald bei Julia. Ja, Shaper Champ, 8x16. ET34, 4x100. Nimm mal eine runter, das ist auch, wenn man 4x100 VW ein bisschen brutaler Umbau ist, ist das ein mega geiles Rad dafür. Wenn du halt Oldschool fahren willst. Effekt, ne? Das ist ganz schön perliger Lack. Mhm. Ja, 5x100 dann Golf 3, ne? Ne, ist die silberne Variante. Ne, Golf 4 ist das. 5x100. Ja, wo ist die Golf 4 Variante? Und schneid das Golf 3 durch. Ich hab Ahnung. Original verpackt. Mehr Speicher. Viel mehr Speicher. Auch wieder dieser Glitzerlack, ne? Ja. Dem konkaven Deckel. Sieht gar nicht kacke aus, ne? Das ist so ein bisschen so Audi-mäßig, ne? Ja. Ja, ich glaube, ich habe da eben sogar einen erstellt, der eventuell auf den Passat passen könnte. 9x19. Ja, T5, T6, ne? 5 Loch 120, 65,1 fix gebohrt. Das wäre was für ein Bulli. Hm, zeig mal. Komm mal raus. Kannst du auf jeden Fall sagen, du hast Nachtschichtfelgen. Bei Tora ist nämlich immer ganz lustig. Hier steht die Produktionsuhrzeit auch drauf. Matt Silber, guck an.
Ja, der Lack schimmert aber, wa? Mhm. Ja, für einen Bulli gar nicht so kacke, ne? Nee, ich finde, das ist eigentlich so ein Bulli-Design, ne? Auch gut, Bulli-Typ. Stabil halt, ne? Muss stabil sein bei dem Auto. Wahnsinn. Was ja bei so einem schweren Auto halt auch immer wichtig ist, die fix gebohrt. Das heißt, du hast keine Kunststoffzentrierringe oder so drin, ne? Ist schon immer besser bei so einem schweren Auto. Ich merke schon, da kriege ich Ärger, dass ich hier die Kartons alle falsch zusammenbaue. Das lernst du noch. 8x18. Könnte für René 512 passen. 512, tatsächlich. Ja, zeig mal. Ja, dann. Die würde auf den Passat gehen. Ja. Nur hoffen, dass da irgendwo ein Gutachten drin ist. 2002. Welches Baujahr ist dein Passat? Ich glaube 2002. Ja. Da freut sich nachher dann auch der Prüfer, der dann Fahrkennzeichen macht. Die sieht irgendwie schon fett aus, ne? Mhm. Mit Edelstahl bezogenes Tiefbett. Das ist auf jeden Fall richtig retro. Das kannst du heute gar nicht mehr bezahlen. Ja. Bei den diversen Firmen, die das noch anbieten. Und da kannst du auch eine schöne große Bremse hinterfahren. Da müssen wir den Turbo, der im Kofferraum liegt, doch noch vorne mit reinbauen. Deutscher Brennstoffvertrieb. Ja, die machen GmbH. Mineralölen auch viel, ja. Die Cup hatten wir ja schon, ne? Aber die 9x16 ist das auf jeden Fall. Früher diese Tiefbetten ist ja jeder gefahren eigentlich, ne? Ja, das heutzutage ist das schon wieder so ein bisschen. Ja gut, meistens hast du halt Probleme wegen der Bremse, ne? Dass die Tiefbettenfelgen dann halt rausfallen, ne? Oder auch konkave Felgen. Das liegt ja meistens an der Bremse am Sattel. Früher waren die Autos ja nicht so schnell. Meistens. So, hier haben wir irgendwas für Toyota Carina und Volkswagen Passat VR6. 35i. 5x100 ET35. 8x17. Also falls noch einer Felgen in 8x17 für sein VR6 sucht, wir haben hier noch 3 oder 4 Satz. Sag mal. 5x100 müsste doch Passat 35i und Golf 3 VR6 sein, oder nicht? Ich bin überfragt. Ui, noch ein feiner. Silberfront poliert. Alter Vater, die sieht gut aus. Z3-Verschluss-Optik, ne? Heute auch wieder ganz stark im Kommen. Mit den Z3-Verschluss-Cutten. Oder? Wie auf dem 35i, das wäre schon ordentlich flach, das Ding. Stark. Krass. CMS gibt's auch noch, da kann man sogar noch ans Gutachten kommen. Vermutlich. René, da sehe ich dich. Verkauf deinen neuen auf der 35i. Die gab es scheinbar auch in Anthrazit, Gold und Schwarz. Die Kreuze sind auch überall bei Silber. Auch original verpackt. Ja, krass, ne? Das sind alles so Designs. Mhm. Die kennt man gar nicht oder die kennt man jetzt wieder, ne? Ja. Ja gut, das ist halt das wirklich einige Jahre her, ne? Toll. 28.12.99. Ja, warst du da, René? Wann ist die? 99. 99? Da war ich 11. 18. Wir drüben auch, oder? Ohne Worte. Die hatten wir drüben auch schon einmal, ja. Die erinnern mich. Das ist halt zeitlos, ne? Das ist wirklich zeitlos. Guck mal, wo das Ventilloch sitzt. Wie die damals die Ventile eingebaut haben. Da kannst du schön diese ganz flachen, versteckten Ventile einbauen. Die erinnern mich optisch total hier an A12A. Ja, genau. So in die Richtung geht das. Dotz Mugello, die haben wir mal bestellt für einen BMW, für einen Mini-Kunden. Der ist dann leider abgesprungen. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, was mit dem Auto war. Auf jeden Fall war die mal für einen Mini gedacht. 8x17, 400 ET35. Von John Cooper Works, glaube ich. Die steht hier noch gar nicht so lange. Vielleicht 10 Jahre oder so. So. Ja, aber hier können wir ja mal in den. Oh, hier ist noch Platz, ich kann auch noch was hinstellen. Für die nächsten 20 Jahre. Für die nächsten 20 Jahre. Das ist jetzt kein Container mehr hier.
Jetzt wird es ein bisschen größer von den Flächen. Ja. Retro. Da kamen früher die Teilegutachten drauf, als es noch CDs gab. Krass. Gab es da noch kein Papier? Oder? Warum hat man das so gemacht? Frag mal und er. Aber haben viele so gemacht. Aber dann gab es ein neues Gutachten, dann konnten sie gleich wieder neue CDs pressen. Ne? Wahnsinn. Hier haben wir so eine kleine Ironal. Hier haben wir das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Distanzscheiben von Honda auf Porsche. 5x114,3 auf 5x130. Was hier mit der Hockenheim? 8x17, hier, hallo. Erstmal wieder so eine Feinironal. Jetzt mal hier in Silber. Nochmal. Mit dem neuen Logo sogar schon. Alten, neu. So, jetzt ziehen wir die Kartonfedern mal rüber. Ich bin den Deckel schon. eingepackt worden, damit wir sie jetzt auspacken. Die haben wir damals uns bei TSW in Weiß sogar bauen lassen, also lackieren lassen direkt. Von TSW hatten wir die in 18 Zoll in Weiß, weiß ich noch, für die Hondas. Hast du mal den Deckel wieder her? Dominik? Ah, den Pappdeckel. Wo ist der? War da eine Pappe drauf? Weg ist der. Was ist denn da hinten noch? Ja, was ist denn da hinten noch? Auch wenn das jetzt nicht gestellt war, aber es klang gerade so richtig in der RTL. Was ist denn da noch? 9,5x17, das auch von da jetzt 2000 hinter. Alter. Hier. Das war's weg. Also Honda S2000, da haben wir noch ein bisschen was, wenn da einer was braucht. Ich will mal kurz die Kamera rein, ne? Nur damit deine Leute mal sehen, wie alt ist, wenn hier so auf dem Karton noch draufsteht, Made in West Germany. Was wir sonst hier noch haben, ist auf jeden Fall. Ja, das waren auch geile Zeiten damals. Ria Daytona, zweiteiliges Rad, 9x20. ET40, glaube ich, haben wir uns damals bei Real bauen lassen für die ganzen Hondas. Honda Accord, Honda CRV und so weiter. Guter. Auch klassisch zeitlos, ne? Heute noch schick. Auch schön oldschool. Ja. Guck mal. Da noch den Deckel drauf. Hat für mich persönlich so ein bisschen Form von Golf 3 BBS, ne? Genau, der Style ist das so, ne? Diese Kreuzspeichen mit ein bisschen Bett. BBS RS, ne? Wie bitte? BBS RS Optik. Genau. Und die hatte ACT damals halt auch im Programm. Das hat eigentlich fast jeder so ein Rad, ne? Abgekupfert. Abgealut. Aber das ist doch zu klein, oder? Oder kann man die auf 66,6 machen? Warum er hat 57,1? Ach, er hat 57,1. VW früher hatten 57,1. Okay. Nur jetzt ja seit ein paar Jahren 66,6. Was für ein Wert ist das, worüber ihr da gerade spricht? Das Mittelloch von einer Radnabe. Ah, okay. Da hat ja jeder Hersteller sein eigenes Maß. Und das macht es natürlich für die Felgenhersteller auch so schwierig, weil die für jedes Maß dann halt, für jeden Durchmesser dann die Felgen am Lager haben müssen. Oder halt, die arbeiten halt mit dem Gearing, wo sie das dann runter reduzieren auf die entsprechenden Radnaben. Mit Revolution, ne? Wir VN-Line, ne? Das ist die VN-Line, mehrteilig. Volkswagen. Das ist schon nichts Billiges. Und so steht hier einfach in der Ecke rum. Ja, da fängt der Chef das Schwitzen an, wenn er sieht, was hier an Bord steht. Ne? 8,5, 18, 5-Loch, 112. Einpresstiefe. Weiß ich gerade nicht. Bei Interesse gerne melden. Alter. Da ist auch die SMCZ. Oh, Alter. Ja, damals war Chrom angesagt. Ne? Die sehe ich auf dem Passat, Alter.
Ja, moin. Ja, mittlerweile hat das einen Grund, warum die so eingestaubt ist. Ich glaube, Verchrom ist ja tatsächlich verboten in Deutschland mittlerweile, ne? Ich glaube, du darfst nicht mehr verchromen. Ja. Deswegen in Deutschland gibt es keine Chromereien mehr. Hochglanz verdichten, aber Chrom, alles, glaube ich, ich weiß es nicht genau, made in China oder so. Hat das einen Grund? Also ja, giftig. Achso. Haben wir jetzt hier den nächsten Raum. Gucken, wie es geht. Hier haben wir jetzt die letzten Wochen tatsächlich schon einiges rausverkaufen können. Weil in dem Raum hatten wir halt angefangen, das alles bei eBay Kleinanzeigen halt reinzustellen. Und da ist hier schon ganz gut was abgeflossen. Deswegen ist hier schon so leer mittlerweile. Mhm. In Anführungsstrichen. Ja, die typischen Klassiker, ne? ACT SX. Alutec Van Pro. Auch ein richtig schönes Rad mit Mehrteiler-Optik. Nicht sogar mehrteilig. Die Schüssel ist, glaube ich, Stern ist ein Teil, also ein einzelnes Teil. Ja, da die OZ Antares. Alter. Ja, alter Schmitty. Auch die VN-Line wieder in Durchrom mit Radinox Edelstahlschüssel und verchromten Speichen. Verchromten Stern. Innenschüssel Aluminium. Nissan Silvia S13. Ja, genau. Und S14 ist SX240. 7,5-17 ET30. Eine Felge für Nobby. Zum Beispiel. Na ja, krass. Schmiederad, ne? Nobby hat, glaube ich, die S15 jetzt. Da steht's. Geschmiedet. Was ist so eine Felge zum Beispiel wert? Also was kostet das? Also wir haben hier vorhin schon welche verkauft von diesen mehrteiligen ACTs. Auch wieder je nach Größe. Zwischen 300 und 800 gingen die weg, ne? Das Stück. Wir hatten da eine 10x17. Das ist auch war eine BMW-Hinterachse. Ich glaube, die hat knapp 800 Euro das Stück gebracht. Die haben wir nach Finnland geschickt. Der hat sich da sehr gefreut, der alte Finne. Ja, hier haben wir noch ein bisschen was 17 Zoll Golf. Wer 17 Zoll fahren will auf seinem Golf, auch wieder Mehrteiler-Optik, poliertes Bett. 400 ET. ET 35. 514,3. Polybau heißt ja bekannt für Honda. Oh, guck dir die mal an. Mhm. Die sind schon fett, oder? Die finde ich irgendwie ganz cool, ja. Die erinnern mich ein bisschen hier an die BBS SI. CSW auch. Ja, aber brutal. Mhm. Das waren auch, weiß ich, 5, 6 oder 7 Satz, die wir hier noch hatten. Porsche Turbo Design. 18 Zoll ET35, 5-Loch 112 und 5-Loch 100 hatten wir die. Das sind jetzt hier leider die letzten beiden. Die geht immer, ne? Die geht immer. 5-Loch 100, mega. Bild noch von dir gefunden? Das ist noch aus der Zeit, wo man gemodelt hat. So Wheels for You. Gehen wir jetzt mal Spider-Man besuchen, oder? In 2 Minuten ich wieder da bin. Genau. Wenn ihr jetzt Schreie hört, wundert euch nicht. Kuckuck, du Kleinen. Das kriegt man in der Kamera gar nicht so. Doch, da guckt euch das an, Leute. Diese Spinne jetzt hier. Aber mit Spider-Man mal zusammengebaut, ist der erste Prototyp von Sonnensegel. Die haben hier lange genug Zeit gehabt, um daran zu arbeiten. Ja. Ah, guck mal, hier haben wir doch schon das erste Schätzchen hier. 9,5. Wieder Firma Schmidt. Und das Design kennen wir ja schon. Die VN-Line. Mehrteilig, wieder mit Radinox. Außenbett
und silberlackierten Stern in dem Fall. Auch für Honda S 2000, Vorderachse. Ne, 9,5, 18 Hinterachse und 8,5, 18 Vorderachse. Ah, gibt bestimmt auch ein, zwei Bekloppte, die das so auf einem anderen Parkplatz fahren. Momo-Felgen. Ich glaube, die gibt es ja mittlerweile auch wieder. Ja, nicht mit Momo verwechseln, ne? Die sieht auch cool aus. Krass. 8,5, 16, 8,5 mal 16 ET23. Brutal. Hier wieder. 8,5 mal 16. Sowas macht kein Mensch mehr heute. Kann man schön Breitbau von machen. Real Imola. Guck dir das an. Zweiteiler. Fünf Satz. Das war eine von denen da hinten mit der Hemmung, von den Proline-Felgen, dass wir da auch nochmal reingucken können. Ich sehe die Felgen nicht. Könntest du mir die mal bitte zeigen? Gib doch mal kurz. Bitte. Falls ich jetzt gebissen werde, würde ich gerne nochmal meine Eltern grüßen und sagen, dass ich sie lieb habe. Gleich kommt irgendwas Haariges mit Bart dahinter im Karton hoch. Tut mir leid, dann machst du jetzt mal einen Ausweg kaputt. Der hat doch das Gutachten. Ich weiß nicht, ob das irgendein TÜV-Prüfer noch durchgehen lässt. Aber das Cuttermesser ist so. Ja, ich Gutachten gerade gefunden. 8x17. Guck mal, was hier Geiles drin steht. Da steht VW-Krankenwagen sogar drin. Wo du die drauf fahren darfst. Also, das habe ich überhaupt noch nicht gelesen. Von 2001. Herr Bolander, den gibt es übrigens immer noch beim TÜV. Und macht die Gutachten in Lambsheim. Nee, eigentlich wäre es jetzt mal an der Zeit, wo du hinter der Kamera verschwindest und vor die Kamera gehst und deinen Mumm beweist. Finde ich nicht. Ich mache meinen Job ganz gut hier. Du bist hier sicher. Komm. Aber hat mein Vater so von früher ein paar Klamotten drin gelagert von seinen alten Autos, die er umgebaut hat. Da waren wir jetzt auch 3 Tage nicht drin, vielleicht auch schon 4. Hallo? Aus seiner Jugend. Das sind noch die Mafia-Zeiten hier. Ja, wenn hier nicht vernünftig verhandelt wurde, ist das mal an der Tischkante geendet. Nein. Oh, hier. Nee. Landkreis Burgdorf. Dann weißt du, wie lange das hier liegt, ne? TÜV ist 75 abgelaufen, sollten wir mal neu machen. Krass. So, wir sind zurück in der Werkstatt beim Passerati. Hier hinten ist die Feder schon drin. Nur vorne, diese Schraube, das ist ja die A-Punkt-Schraube, die will sich einfach nicht lösen. Wir haben die jetzt mit was ist das jetzt eingesprüht? Literweise Rostlöser haben wir da schon mal drauf gesprüht und wir wollen es einfach nicht mit roher Gewalt versuchen. Wir gehen da jetzt langsam bei, lassen das ein bisschen einwirken und schauen dann morgen oder übermorgen nochmal und dann kriegen wir die schon irgendwann gelöst. Aber wenn wir die halt abreißen würden, wäre uns halt auch nicht geholfen, die dann hier noch aus dem Gehäuse irgendwie raus operieren zu müssen. Ist halt immer unschön dann, ne? Deswegen lieber ein bisschen mit Vorsicht daran gehen. Ja. Nicht so schön konstruiert worden von VW damals, sonst keine Probleme, ne? Okay, dann würde ich sagen, das werdet ihr nicht mehr sehen, weil wir haben jetzt heute Freitag, Sonntag geht das Video online und es geht dann wohl erst Montag weiter, ne? Ja. Danke fürs Zugucken. Wenn euch das gefallen hat, diese Felgentour, sag ich mal, vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Halle, die man so ein bisschen besuchen könnte, wo so welche Schätzchen liegen. Schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach so. Und danke fürs Zeigen. Ja, gerne.